Servus Leute, willkommen zurück zu Metroid Prime. Im letzten Part haben wir dieses Teil davon gesehen. Aber irgendwie passiert nichts. Und ich habe noch ein Stück nachgespielt von dem, wo ich schon letztes Mal gefailt habe. Also nicht letztes Mal, sondern vorletztes Mal, im vorletzten Part, glaube ich. Und ab jetzt ist wieder alles hundertprozentig blind, ohne irgendwie Ahnung oder so. Ich gehe mal die Plattform da hoch. Nein! Ich hab Schiss! Oh. Maus, wenn du mir jetzt Avi auf den Hals setzt. Natürlich sind es zwei. Vielleicht bringt das was. Ja, ich glaube, so muss man die bekämpfen. Oh, ich habe mich die ganze Zeit so blöd angestellt. Oh. Danke. Danke. Ich brauchte Energie. Wo war denn jetzt die Eistür? Unter mir? Nee, links von mir. Das heißt, sie ist da irgendwo. Man erkennt aufgrund der Farbe von den Weltraumpiraten, mit welchen Bienen man sie bekämpfen muss. Also die einen sind lila, die muss man wahrscheinlich mit diesem Beam hier bekämpfen. Ah. An alle Stationen Sicherheitsalarm. Lebensform Samus Aran ist auf Talon 5 gelandet. 4. Da kommt ihr jetzt drauf? Der Jäger ist unter uns. Alle Einheiten werden hiermit angewiesen, bei Sichtung von Aran unverzüglich anzugreifen. Erlaubnis zur Ausschlacht. Ja, Ausschlachtung, genau. Ausschaltung mit sofortiger Wirkung erteilt. Jegliche Sichtung von Aran ist umgehend dem Sicherheitskommando mitzuteilen, nicht mitzutreten. Gut, ich glaube, jetzt bin ich am Arsch. Was ist das? Oder ist hier noch was? Da ist noch was. Plattformsystem aktiviert. Ich glaube, ich habe es schon verstanden, dass die orangenen Informationen sind und die roten Schalter zum Aktivieren oder dergleichen. Moment, ich bin doch jetzt auf der richtigen Ebene, oder? Nee, bin ich nicht, da geht es noch höher. Wow, ich hatte es schon wieder gefetzt, weil ich schon wieder mit dem ekelhaften Monsterangriff gerechnet habe. Oh, nicht so weit. Mit dir zum Beispiel, ja. Danke, du Arschloch. Du hast mich runtergestoßen, damit ich jetzt alles nochmal angehen kann. Das war ein gelber, das heißt, den muss ich mit dem Powerbeam abmurksen. Na, warte, du. Das hast du nicht umsonst getan. Komm her. Dauerfeuer! Wer hält mehr Stand, du oder ich, hä? Ich natürlich. Wie die Kanone dampft. Genauso dampft auch mein Finger. Was ist denn das da oben? Sieht aus wie eine Kanone oder so. Pulsbeam für den industriellen Einsatz. In dieser Ausführung zum Betrieb in Minen vorgesehen. Achso. Ja, das sind noch mehr. Ja gut, komme ich nicht ran. Jetzt hat wieder was zum Aktivieren. Da war doch noch irgendwo was. Achso, ne, da ist Boostball-Ding. An alle Einheiten umgehend Kampfstellung beziehen. Gehorsamsverweigerung bei dieser Order erfüllt den Tatbestand des Verrats. Verrat wird mit Hinrichtung geahndet. Okay. Die drehen auf. Industrieller Pulsbeam einsatzbereit. Automatische Auslösung aktiviert. Ah. Muss ich da noch irgendwas machen? Ah. Ich
muss wohl irgendwas einschneiden. Ach so, mir direkt gegenüber. Das ist schön. Kann man das wieder abschalten? Ich habe Angst, dass das Teil mich wegbrutzelt. Mann, habe ich viele Items verloren. Hoffentlich ist irgendwo ein Speicherpunkt in der Nähe. Der letzte Speicherpunkt war da hinten. War doch irgendwo was zum Scannen oder etwa nicht? Doch da. Okay, die kann ich auch zerstören. Mach mal das mal. Vielleicht ist dahinter irgendwas Schönes. So. Okay. Bin gespannt, was das bringt. So, schauen wir uns mal um. Was hat das jetzt gebracht? Hier ist nix. Hier ist ebenfalls nix. Hier ist wiederum nix. Oh, das kann ich auch noch. Wahrscheinlich die dann auch noch alle. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Falsch. So. Nicht auf mich zielen. Jetzt ist es, glaube ich, richtig. Falsch. Irgendwie drücke ich die ganze Zeit die falschen Tasten. Okay, irgendwas habe ich jetzt ausgelöst. Was ist da? Nichts. So, da hinten sind Raketen oder wie? Komm zu Papa! Yeah, Missile Container! Schön, danke. Danke, Kanone. Ich mag dich. Das war ein falscher Beam. Ich nehme lieber eine sichere Variante. Einfach so ins Nix will ich mich nicht fetzen. Okay. Ich wette, ich darf da irgendwann noch mal wieder hoch. Oh, gut, dass ich mich nicht gefetzt habe, einfach so. Und so langsam aber sicher würde ich gerne einen Speicherpunkt haben. Der letzte Speicherpunkt war nämlich da. Ja, rechts von mir ist auch einer, ich sehe ihn. Um den kümmere ich mich gleich. Stirb doch! Ich verreck nämlich auch gleich.
Doch, was verloren? Und Geld. Dieses Hologramm zeigt die Konfiguration der Säule an. Die Säule besteht aus mehreren rotierbaren Teilabschnitten. Sie lassen sich individuell ausrichten, um zu unterschiedlichen Bereichen gelangen zu können. Durch Drehung der Teilstücke ändert sich der Verlauf der Magnetschiene. Ach so. Moment, der Raum da rechts darüber sieht kleiner aus. Ich hoffe einfach mal, dass das ein Speicherraum ist. Also, lass mich mal schauen. Der da oben. Das heißt, ich muss. Ach, probieren geht über studieren. Wie dreht man das? Gelb, rot, blau. Das ist rot. Und führt das rote mich? Das wird nicht angezeigt, oder? Das rote ist da. Kann man die auch irgendwie bewegen? Oh. Offensichtlich ja. Was habe ich denn jetzt gedreht? Das rote? Rote ist jetzt natürlich schon eine blöde Ansicht. Das Rote ist jetzt da. Jetzt sollte es passen, oder? Achso, es dreht nur die unterste. Das heißt, es müsste ja eigentlich noch eins geben. Moment, von da komme ich. Das heißt, das habe ich jetzt gedreht. Das heißt, das Rote ist jetzt gelb, rot. Ja, wo komme ich hin? Nirgendwo hin. Ne? Ich nehme mal ein anderes, nicht das rote. Probieren wir mal gelb. Geht's nicht weiter. Okay, auch nicht, dann nehmen wir mal blau. Das war, glaube ich, falsch, dass ich es gedreht habe oder in die falsche Richtung. So, jetzt hat es wieder seine Ausgangsposition, oder? Okay, hier ist nichts. Versuchen wir mal blau. Scheint auch nichts zu sein. Rot. Nö, Sackgasse. Hoppla, zu weit. So. Ja. Das sieht doch nach was aus. Naja, fast. Aber wie gesagt, nur fast. Das hat sich nicht geändert. Da war's, da war's.
Im Moment, das war gelb, da war ich doch gerade. Oder? Natürlich war ich da gerade. Wie ist das Rote? Da ist es. Wie drehe ich das jetzt am besten? Ich weiß, ich muss einfach nur da auf den Plan gucken. Also Plan, Anführungszeichen. Okay, gelb geht nicht weiter, rot geht nicht weiter. Blau geht nur bis dahin. Aber wohin führt mich das dann? Moment, jetzt bin ich glaube ich richtig, wenn ich blau nehme. Perfekt. Bin ich hier jetzt an der richtigen Ebene? Jetzt kommen bestimmt wieder Gegner. Das würde mir überhaupt nicht gefallen. Achso, hier ist auch noch eins. Was war das gerade? Achtung, ja, wo Achtung? Über mir. So, da ist noch ein Modell. Das dreht wahrscheinlich jetzt die mittlere Säule. Hat sich die rote Bahn verändert? Nee, aber die gelbe, glaube ich. Dreh dich doch. Ich erkenne die gelbe Bahn jetzt. Nee, Moment, noch nicht. Jetzt passt, glaube ich, die rote, oder? Schon. Dann nehmen wir jetzt den roten Weg. Ich habe mich jetzt kurz erschrocken. Elektromagnetische Signatur. Ja, da muss ich hin. Ja, danke. Zentrale Dynamohalle. Wie soll ich denn da hinkommen? Hier durch? Das ist ja unmöglich. Wow. Ich bin weiter vom Ziel entfernt denn je. Den roten Gang. Gang. Die rote Spur nehme ich jetzt. Nein, da ist zu. Aber ich habe doch gedreht. Oder war es die gelbe, die ich jetzt nehmen muss? Nee, auch nicht. Nee. Ich muss jetzt wieder hochkommen, sonst bringt mir das gar nichts. Okay, blau. Blau komme ich jetzt, glaube ich, wieder hoch. Ist gar nicht so einfach. Oder habe ich es jetzt in die falsche Richtung gedreht? Ja, habe ich. Das war nicht sehr klug von mir. Ja, da geht es natürlich nicht weiter. Halt dich dran fest. Bällchen. Das ist auch zu, es war irgendwie klar. Achso, Moment, das dreht das Blaue komplett. Da, das ist natürlich interessant. Muss ich gucken, wo das Blaue hinführt jetzt. Das Blaue ist da, das bringt mir nichts.
Jetzt bringt es mir was. Den muss ich mir merken, wenn das Blaue direkt vor mir steht, dann bringt es mir was. Ich glaube immer, es ist ein Monster. Okay, das Gelbe ist vereint. Das Rote. Nicht. Das heißt, ich muss jetzt nochmal runter, das nochmal drehen, damit ich ganz hoch komme zum Gelben. Warum gehe ich da überhaupt nicht lang? Ich kann da einfach so runterspringen. Moment, nochmal aufs Modell gucken. Ich kann das Rote ja mal versuchen zu verwenden. Ne, das ist das Gelbe. Mal schauen, wo das Rote mich hinbringt. Hoppla. Vielleicht irgendwo an einem Speicherpunkt, das wäre echt genial. Hat irgendwie nichts gebracht. Jetzt muss ich noch mal das Gelbe drehen. Ne, noch mal. Sehr schön. Ich bräuchte den E-Tank oder Speicherpunkt. Zweiteres wäre mir jetzt gerade lieber. Na! Mistviech! Ich habe eh kaum noch Lebensenergie. Muss gucken, wo hat er mich jetzt ausgespuckt? Ja, ich weiß, ich sehe die Partzahl. Ich will immer Zahl sagen, ich sehe die Partzeit. Da ist das Rote. Das ist eine Tür, komme ich da so vielleicht zurück? Das wäre eine Abkürzung, das kann ich mir gut vorstellen. Naja, im nächsten Part geht es hier weiter. Wir haben ein bisschen die Säule gedreht und versucht zu checken. Gecheckt habe ich es zwar, aber es ist trotzdem irgendwie ja, eine prekäre Situation, weil ich nicht mehr so viel Energie habe. Dann würde ich sagen, das war Metroid Prime. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!